Und dann gehen wir hier schlafen. Ist auch ein schöner Vorteil davon, auf dem Baum zu wohnen. Da spawnen nämlich in der Regel keine Viecher. So, und ich habe jetzt 7 Lianen, die müssten eigentlich reichen, um mich nach oben zu befördern. Probieren wir das mal aus. Hep. Ja, noch nicht ganz. Doch, würden sogar reichen. Moment, ich lege mich erst schlafen, dann baue ich weiter um. Jetzt liege ich auch im Bett. Ah, Mist, Moment, ich habe mein Bett. Doch, ich hab's dabei. Gut, Moment. So. Wie kann man sein Bett nicht dabei haben? Gut. So, dann bauen wir dieses wunderschöne Ding wieder ab. Und ich baue mir jetzt, ich habe jetzt hier so einen provisorischen Aufgang gehabt, halb aus Leitern, halb aus. Endlich ist meine Holzspitzhacke kaputt. Ich glaube, meine hält noch 120 Jahre. Halb aus Leitern, halb aus Lianen, oder was? Ja, und jetzt habe ich umgebaut komplett auf Lianen. Und Ja, jetzt Stil wollte ich, echt. ja sicher, man muss ja auch ein bisschen Stil bewahren, ja. Jeden Fall. So, jetzt habe ich hoffentlich meine Scheren noch dabei, genau. Jetzt nehme ich mir nämlich hier mal ein bisschen Plattwerk mit. Wie sich das. Tropenholz, Fichtenholz, Eichenholz, so. Da muss man mal voll aufpassen jetzt. Ja, das stimmt. Aber das So, reicht nie und nimmer für das ganze Dach. hier der ganze Klumpatsch kann mal weg. Habe ich ein bisschen was mitbekommen, ja, 15 immerhin. So, los, Klumpatsch, geh weg. Du bist eine überflüssige Ebene, wir brauchen dich nicht. Gut, ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Harakiri. Ja, gut, hat sogar geklappt. So, jetzt habe ich hier 18 von dem Pappholz. Bin mir nie sicher, wie viel Platz ich lassen muss zwischen den Baumsetzlingen. Das ist relativ egal. Von dem Tropenholzbaumsetzling kannst du sogar null Platz lassen, kannst 4 nebeneinander stellen, dann kommt mit ein bisschen Glück so ein Mammutbaum raus. Ja. So, und die zweite Ebene meines Baumhauses wäre damit auch schon begonnen. Cool. Jetzt nehmen wir hier gerade mit den Schiers noch die Liane hier mit. Die kann ich mich unten gut gebrauchen. Das eigentlich hier für eine Etage, die brauche ich auch nicht. Oh, jetzt habe So. ich Tropenholztreppen. Noch eine SMS. Wahrscheinlich wieder, wo bleibt ihr? Ja, Wir Moment, sind. ich guck gleich nach. Ladies and Gentlemen, wir sind hier wirklich viel gefragt. So. Dann komm mal her, du Spinne. Auf geht das. Ich würde sagen, du attackierst mich jetzt mal ganz brav. Ja, so gehört sich für eine Spinne. Genau. Dankeschön. So, den Zugang zum Baum sollte ich auf jeden Fall irgendwie markieren. Ich glaube, eine Fackel dürfte reichen. So, ich guck mal kurz nach, was hier Richtig, tu geschrieben das. wurde. Okay, gut. So. Okay, was ist zu tun? Ein Ofen können wir Essen. noch machen. Genau, Essen brauche ich dringend. Und dafür bräuchte ich Gras. Mal schauen, ob auf dem Berg da viel Gras wächst. Da mache ich gerade mal eine spontane Tour zu dir. Okay, dann Um muss den. ich noch aufräumen vorher. Ja, dann räum schon mal auf. Ich bin nämlich schon am Springen. Weil irgendwie ist der ganze Aufstieg da hoch ein reines Sprungspektakel. Ja, wie gesagt, so ein rentnergerechter Gehweg folgt noch. Ach, der hat ja schon ein ziemlich großes Haus. Aber du bist viel tiefer, als ich gedacht habe. Ich glaube, du bist sogar vom Level her. Ja, doch, du bist sogar vom Baulevel her unter mir. Ich habe gedacht, du wärst ganz oben auf dem Berg. Nee. Deshalb bin ich ganz nach oben gerannt. Nee, warte, ich zeig dir gleich, warum ich hier bin. Mist. Oh, leck. Ah, Warum hier ich Fusch jetzt am Bau. Ja, ist klar. hier, komm mal Ach, rein, da siehst du, stark, da, das stark. ist natürlich. Das sieht cool aus.
Und da habe ich das Haus dann hingebaut. Okay, brauchst du hier vorne das Gras, weil sonst klaue ich mir das mal gerade Nee, nimm ganz, das ruhig. ganz charmant geklaut. Dankeschön. Ja, es kommt natürlich nicht ein Setzling raus. War klar. Einer. Ah, dann machen wir das mal. Ich baue mal ein bisschen anders als sonst. Also das Baumhaus hat auf jeden Fall Potenzial, muss ich sagen. Hier, deine Höhle ist ziemlich cool. Wenn du die schön erleuchtest, dann gibt das eine wunderbare Atmosphäre. Ja, da war ich noch gar nicht drin. Und hier sterben lauter Skelette. Irgendwie hier auf dem Berg. Echt? Ja, also hier liegen überall Pfeile rum. So, komm, sechs Samen brauche ich auf jeden Fall mal. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mich der Enderman verfolgt, den ich eben angeschaut habe. Und du hast hier direkt hinterm Haus so eine Schlucht. Ja, ich weiß, die kenne ich. Da müsstest du bestimmt einen Zugang haben von deiner Höhle aus. Oder zumindest fast direkt. Das da baue ich lieber von oben. Ja, wir sind gar nicht weit voneinander weg, Luftlinie. Ja, das ist gut. Ich habe jetzt gedacht, du wärst ganz auf der anderen Seite. Hab mich schon mental auf den Tagesmarsch vorbereitet, aber okay, so sieht's aus. Oh Mist, hier steht kein normaler Baum mehr. Nur Tropenbäume. Da unten ist noch ein normaler. Gehe ich mal hier den Weg wieder runter. Wo war denn meine Leiter? Da hinten ist Hast du meine schon Leiter. angefangen, einen Weg zu bauen, oder wie? Ne, ich habe nur eine Leiter, weil hier so eine Wand ist, wo es ganz grad, ganz glatt runtergeht. Ganz gerade runter. Ja, ich wollte gerade und glatt Ja. gleichzeitig sagen. Ich habe so wenig Zeit zum Reden, ich muss schon zwei Wörter mal gleichzeitig sagen. Ja, das kenne ich, wenn man hier so den Fame erstmal hat, ne? Das hier sieht aber auch aus wie Tropenholz. Ja, das ist Tropenholz, das rieche ich doch schon. Ne, das ist Fichtenholz. Aber es ist immerhin kein Eichenholz, das habe ich gemeint. So, hier ist direkt schon Eis. Eis. Eis auf dem Wasser. Können wir direkt Eis am Stiel machen? So ähnlich wie Smoke on the Water. Also Genau. irgendwie sau unrealistisch hier. Da hinten ist die Eiswelt. Direkt 2 Kilometer weiter oder so ist die Wüste. Ja Das gut, ist ein es gibt bisschen auch komisch. Pinguine in Südafrika, ne? Ich Ja, wollte es nur mal aber sagen. das ist trotzdem komisch. Aber wie viel Kakao es hier gibt? Ja, in den Tropen, ne? Ja, ziemlich extrem. Könnte man reich damit werden. Das ist schon witzig. Also früher gab es ja gar keinen Kakao in Minecraft. Den hat man ja nur in so Dungeon-Truhen gefunden. Und Und da war da der nur quasi ganz. total selten und hat überhaupt nichts gebracht. Ja, und jetzt bringt er was und jetzt ist er häufig. Toll. So, mal hier mal das Ding markiert. Das ist Was sollte ich jetzt eigentlich. bauen? Ach so, genau. 14 Eisen habe ich jetzt. Das ist ja cool. Kann ich mir direkt einen Eimer draus bauen. Oh, ich muss hier unbedingt meine Hütte ausleuchten, nicht dass da noch Monster drin spawnen. Wäre keine schlechte Idee. So, hoffentlich war das kein Fehler. Nein, ich denke nicht. Okay. So, schön viele Stöcke gemacht. So. Gut, ich würde sagen, wenn ich das Haus fertig habe, was jetzt eigentlich gleich der Fall ist, könnten wir den Part so langsam mal beenden, beziehungsweise die Aufnahme der Part ist ja schon lange beendet. Jawohl. So, dann gehe ich gerade noch runter. Ich habe jetzt gar nicht erzählt, was ich vorhabe, aber ich glaube, man sieht es schon. Sollte jemand meine Aufnahme schauen, dann weiß er schon, was ich mache. Und zwar ein Feld anlegen. Ich weiß Das gerade weiß gar nicht, ich. was ich hier baue. Ich probiere es einfach mal aus. Was baust du denn überhaupt? Ja, ich versuche meinen Eingang zu verschönern, aber ich Oh, glaube, ich habe das einen wird nichts. Ocelot gefunden, aber das
Erstens bin ich nicht so scharf mehr auf die Viecher und zweitens Ja, bin es ich sieht nicht mehr so scheiße scharf auf aus. die Viecher. Das So. sieht scheiße aus. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das glaube ich nicht, Tim. Wer ist Tim? Aber das ist so schade, den Insider, den kennt keiner. Das ist das einzig Witzige, obwohl, ne, das ist so gemein, aber das ist was ziemlich cooles aus Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Hör Kennst du mal, das wer. nicht? Ach Das so, ist ja so eine doch. Serie, Über den Vater. die habe ich früher als Kind immer geguckt, weil nichts anderes gekommen ist. Und da Der ist der Vater ist so. einzige Witz, der mir im Kopf geblieben ist, ist immer Oh, mir ist. das glaube ich nicht, Tim. Oh, mir ist gerade übrigens die Aufnahme abgekackt. Okay, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um jetzt sowieso aufzuhören. Ja, die Platte ist nämlich vollgelaufen. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Erik. Ja. Ja, wir sehen uns ja sicherlich nochmal. Alles klar. Ciao. Jo, ciao.